diesem Video geht es um ein Thema, das angesichts der dringendsten und kritischsten Umweltprobleme von größter Bedeutung ist. Grüner Wasserstoff. Er wird auch als sauberer oder erneuerbarer Wasserstoff bezeichnet und ist für Wissenschaftler und Regierungen auf der ganzen Welt der Messias der Energiewirtschaft. Er wird mit tausend Tugenden bedacht, angefangen mit dem offensichtlichen Ziel, eines Tages den sogenannten grauen Wasserstoff zu ersetzen. Dieser wird aus fossilen Energieträgern wie Erdgas hergestellt und ist daher extrem umweltschädlich. Weitere spektakuläre Eigenschaften sind die Tatsache, dass er sehr leicht zu lagern ist, seine unglaubliche Vielseitigkeit, die es ihm ermöglicht, zum Beispiel in Kraftstoff umgewandelt zu werden, und die Tatsache, dass er die Energiesicherheit der Länder, die ihn produzieren, erhöhen kann. Ein Gral, hinter dem die höchsten Instanzen der Welt her sind. In den letzten Jahren haben sich verschiedene Länder einen erbitterten Wettstreit um die beste Methode zur Herstellung von Rapsöl geliefert, um in diesem Sektor weltweit führend zu werden. Dr. Marcel Risch vom Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie in Berlin hat mit seinem Team vor kurzem einen potenziell entscheidenden Durchbruch erzielt. Durch die Arbeit mit modernen Röntgenquellen konnten sie die Effizienz der Herstellung von grünem Wasserstoff erheblich steigern. Dank ihrer Forschung werden die Fortschritte bei der Nutzung dieses Champions der Energiewende viel schneller als erwartet eintreten. Willst du wissen, warum grüner Wasserstoff eine große Energierevolution ist und wie er unseren Planeten retten wird? Dann mach mit diesem Video weiter. Aber zunächst einmal, was genau ist grüner Wasserstoff und woher kommt er? Konkret ist grüner Wasserstoff eine Art von Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie hergestellt wird. Er unterscheidet sich von konventionellem Wasserstoff, der aus fossilen Quellen hergestellt wird und bei dessen Produktion Treibhausgase freigesetzt werden. Wasserstoff ist ein Gas, das in vielen Branchen wie der Chemie, Elektrochemie, Metallurgie, Elektronik und Pharmakologie für Tätigkeiten wie die Herstellung von Ammoniak, die Ölraffination und andere weit verbreitet ist. Auch als Dihydrogen bekannt, ist dieser graue Wasserstoff ein starker CO2-Emittent. Im Jahr 2013 berichtete das Kommissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dass 95% des Wasserstoffs durch einen Prozess namens Reforming hergestellt werden, ein Prozess, der für die Emission von 830 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich ist. Um die Folgen für die Umwelt zu ermessen, muss man wissen, dass dies den jährlichen Emissionen von Großbritannien und Indonesien zusammen entspricht. Glücklicherweise ist es auch möglich, Wasserstoff auf umweltfreundlichere, nachhaltigere und reichlich vorhandene Weise herzustellen, um fossile Brennstoffe zu ersetzen, die die Hauptursache für Treibhausgasemissionen sind. Dazu spalten die Forscher die Dioxygen- und Dihydrogenatome, die in den Wassermolekülen vorhanden sind. Dieser Prozess wird als Wasserzersetzung bezeichnet und kann genau dann ohne Treibhausgasemissionen durchgeführt werden, wenn die verwendete Energie kein CO2 erzeugt. Am häufigsten geschieht dies durch die Elektrolyse, ein Verfahren, bei dem die Wassermoleküle mit Hilfe von elektrischem Strom gespalten werden. Wenn der verwendete Strom aus erneuerbaren Quellen wie Solar- und Windkraft stammt, kann er als sogenannter grüner Wasserstoff bezeichnet werden. Da es sich bei grünem Wasserstoff um das häufigste und leichteste chemische Element im Universum handelt, ist die Möglichkeit, grauen Wasserstoff durch grün zu ersetzen, etwas, dem die großen Wirtschaftsmächte immer mehr Aufmerksamkeit schenken. Dies rechtfertigt die Milliardeninvestitionen und die verschiedenen nationalen Strategien zur Entwicklung von Wasserstoff als Schlüssel für die Energiewende und den Schutz unseres Klimas. Die Verwendung von Wasserstoff in Verbindung mit einer Brennstoffzelle kann verschiedene Transportmittel wie Züge, Schiffe, Autos und sogar Flugzeuge antreiben, ohne CO2 auszustoßen, sondern nur Wasserdampf. Ein Traum, der bald das Gesicht einer Realität annehmen könnte, die von allen geteilt wird. Die französische Regierung hat zum Beispiel 9,1 Milliarden Euro für die Entwicklung der grünen Wasserstoffbranche bereitgestellt. Ziel ist es, die Industrie und den Schwerlastverkehr zu entkarbonisieren, die Unstetigkeit der erneuerbaren Energien auszugleichen und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Die Herstellung von Wasserstoff durch die Elektrolyse von Wasser ist angesichts dieser Ambitionen von größter Bedeutung.
Frankreich hat sich zum Beispiel zum Ziel gesetzt, 6,5 Gigawatt an landesweit installierten Elektrolyseuren zu nutzen, um die Emissionen von 6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr zu reduzieren. Es ist leicht zu verstehen, warum grüner Wasserstoff als eine außergewöhnliche Energiequelle der Zukunft angesehen wird und warum es so wichtig ist, seine Produktion effizienter zu gestalten. Und genau hier setzt die Forschung von Dr. Risch und seinem Team aus jungen Forschern an. Seit mehreren Jahren untersuchen sie die Freisetzung von Sauerstoff bei der Elektrokatalyse von Wasser. Da diese zu einer effizienteren und kostengünstigeren Herstellung von grünem Wasserstoff führen soll. Ein kürzlich erschienener Artikel in der deutschen Fachzeitschrift Angewandte Chemie beschreibt die Grundlage ihrer Innovation im Detail. Risch erklärt darin, wie moderne Röntgenquellen wie BESI-2 zur Entwicklung geeigneter Elektrokatalysatoren beitragen können. Die Röntgenabsorptionsspektroskopie, diese von dem deutschen Team verwendete Methode zur Analyse von Molekülen, kommt hier zum Einsatz, um zu bestimmen, wie Materialien dabei helfen können, eine Reaktion durchzuführen, bei der Sauerstoff entsteht. Dr. Risch untersuchte insbesondere eine Klasse von Materialien, die Manganoxide genannt werden und die verwendet werden, um effizienten grünen Wasserstoff zu erzeugen. Manganoxide kommen in verschiedenen strukturellen Formen vor und die Menge an Sauerstoff, die sie enthalten, ist ein wichtiges Kriterium dafür, ob sie als Elektrokatalysatoren verwendet werden können oder nicht. Die Technik der Röntgenabsorptionsspektroskopie präzisiert hier also die Oxidationszustände und wie sie sich während der Reaktion zur Freisetzung von Wasserstoff verändern. Die Kombination dieser Messungen mit elektrochemischen Messungen führt zu einem klaren Verständnis der Materialeigenschaften und wie diese zur effizienteren Herstellung von grünem Wasserstoff genutzt werden können. Im weiteren Verlauf des Artikels sagt der deutsche Wissenschaftler auch, dass er ein großes Potenzial sieht, das Verständnis der Produktion von grünem Wasserstoff durch die Verwendung von Röntgenabsorptionsspektroskopie auf verschiedene Zeitskalen zu verbessern. Elektrokatalytische Reaktionen finden nämlich auf kürzeren Zeitskalen statt als die typischen Messungen von einigen Minuten. Wenn man diese Reaktionen in Echtzeit beobachten könnte, könnte man wichtige Details besser verstehen und effizientere Katalysatoren entwickeln. Wenn man die Proben im Laufe der Zeit in regelmäßigen Abständen untersuchen würde, könnte man außerdem die Alterungsprozesse besser verstehen und langfristig stabilere Elektrokatalysatoren entwickeln. Dr. Rischs Arbeit mit Manganoxiden und Röntgenabsorptionsspektroskopie erweist sich somit als wertvoller Fortschritt bei der Entwicklung effizienterer Elektrokatalysatoren, mit denen sauberer Wasserstoff schneller und billiger hergestellt werden kann. Wenn man bedenkt, dass eine der größten Herausforderungen des Wasserstoffs heute seine hohen Produktionskosten sind, ist es leicht zu verstehen, dass dies ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Erzeugung sauberer Energie für die Zukunft ist. Grüner Wasserstoff wird daher in den Augen aller als die Energie der Zukunft angesehen. Umweltfreundlich, erneuerbar und unerschöpflich. Er ist somit einer der wichtigsten Motoren der Energiewende. Er soll in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden, darunter Fahrzeuge mit Brennstoffzellen, Energiespeichersysteme und Kraftwerke. Er könnte auch zur Herstellung von Kraftstoffen für den Luft- und Seeverkehr verwendet werden, der derzeit nur sehr schwer zu elektrifizieren ist. Das Unternehmen Airbus plant zum Beispiel bis 2035 das erste Flugzeug mit null CO2-Emissionen fliegen zu lassen. Es ist unbestreitbar, dass grüner Wasserstoff einen Hoffnungsschimmer für eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Zukunft bietet. Hat dir unser heutiges Thema gefallen? Dann füge einen blauen Daumen hinzu, um dieses Video zu liken. Um von anderen ebenso interessanten Inhalten zu profitieren, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du zu den Ersten gehörst, die sie entdecken. Und vor allem hinterlasse uns doch Vorschläge für unsere nächsten Themen. Wir sagen bis bald auf ATEC.